Sag mir mal, muss ich mir meine Anapher vom Arzt entfernen lassen oder geht das so wieder weg? Du musst keine Angst haben, eine Anapher ist keine Krankheit, sondern eine geniale, eine großartige rhetorische Stilfigur. Sie ist ganz, ganz stark. Ein berühmter Redner, Martin Luther King, hat sie in seiner fantastischen Traumrede verwendet. Ich habe einen Traum, das, hat er gesagt. Ich habe einen Traum, das. Und noch einmal, ich habe einen Traum, das. Also immer gleiche Satzanfänge massieren die Botschaft, deine Botschaft in die Herzen des Publikums hinein. Und das Gehirn liebt Rhythmus, das Gehirn liebt gleiche, einfache Satzstrukturen. Und darum empfehle ich auch dir, überleg dir doch einmal, wo könntest du bei deiner nächsten Rede eine Anapher gewinnbringend anbringen. Vielleicht in der Endphase deiner Rede oder bei einer besonders starken Stelle. Denk mal drüber nach. Viel Spaß mit deiner nächsten Anapher.